Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich bin schon wieder an Eisenbrennen. Wir haben wieder 8 Blöcke hier drinnen, die gebrannt werden müssen. Und mir wurden mal wieder von TB einige Infos gegeben. Zum Beispiel, dass hier unten das Ding... Warte. Dass ich die wohl hier irgendwie hingekriegt hätte, weil die Prio niedriger ist. Bedeutet, hier wird jetzt erst das ganze Zeug reingetan. Bedeutet, ich suche jetzt mal meine Sticks, die ich habe. Habe ich hier noch Sticks irgendwo? Hier ist Sticks. Hier sind noch was Sticks. Weil die 3 Kilometer Kisten durchsuchen. Ne, hier sind keine Sticks drin. Weil rein theoretisch müsste ja dann hier 64x4 stehen. Also drücke ich jetzt hier rein und... Ja, perfekt, es funktioniert. Gut. Also, stimmt es, dass das richtig ist. Gut, dann war... Jetzt muss ich nur gucken, weil ich habe gerade nicht die aktuellsten Nachrichten auf. Es tut mir immer leid, dass ich nicht direkt auf die Nachrichten antworte und direkt die Kommentare lese. Ich bin einfach zu dumm dafür, nennen wir es so. So, was TB noch geschrieben hat, mir anzeigen. Filling Folder. Schauen wir uns an. Filling Folder. Filling. Habe ich verschrieben? Kann ich nicht einmelden. Filling Folder. Filling Cabinet. Wollte ich hier schon gucken. Filling Folder. Das geht aus Papier. Craft any of any item blocks that you don't have a durability. What? Okay. Filling Folder. Von dem habe ich auch noch nie gehört, von Filling Folders. Ach, ist der Achtige. Filling Cabinet, da kannst du nicht so viel. Okay, Filling Cabinet, aber dafür brauche ich eine Shulker Box. Oder das ist noch ein bisschen Weg hin, bis ich die krieg. Und soweit ich weiß, funktioniert der Storage Import, aber er ist langsam. Den müsste ich upgraden. Und dafür muss ich jetzt schauen, und zwar Simple Storage Network. Und das Simple Storage Network. Simple Storage Network. Storage Mode, Simple Storage Mode. Storage Export, Storage Import, Gold Nuggets und ein Storage, okay. Rein theoretisch müsste es so Upgrades geben, hat er geschrieben. Wo hat TB geschrieben? Und zwar das Stack Upgrade zum Beispiel gibt's. Stack Upgrade? Simple Storage Network. Warum finde ich das dann nie? Wenn ich jetzt hier Add Simple eingebe. Simple. Ah, jetzt hat es doch Share. Operation Upgrade, Stack Upgrade, Speed Upgrade. Stock Amount. Keeps a specific amount of items in the attached inventory. Wie kriege ich das Stack Upgrade? Folgt Blaze Powder, Block of Redstone. Mhm. Jetzt geht's wieder los. Dafür brauche ich einen Glowstone Sample und dann kriege ich mit einer bestimmten Chance Blaze Powder raus. Okay, wie kriege ich einen Glowstone? Dafür brauche ich Blaze Powder. Mann, ich will aber so ein Stack Upgrade haben, weil dann funktioniert das besser. Aber so lange kann ich wenigstens darauf zugreifen. Und das ist gleich auch nicht blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben. Sag, ich nehme jetzt mal die Sachen wieder hier raus. Verwandle die natürlich gleich wieder in Eisen, weil haben wir direkt Zugriff drauf und bei unserem aktuellen Stand macht das keinen Unterschied. Und jetzt will ich wieder Erde oder Earth. Earth.
Scheiße, heißt nicht Elf, heißt Dirt. Jetzt habe ich es mir gerade voll verkackt, oder? Na, ich so. Könnte direkt ein bisschen Dirt nachmachen. Fertig. So, okay. Und dann. Machen wir gleich nochmal Gravel, würde ich sagen. Gravel. Tun wir einfach gleich mal quer durch nochmal produzieren, warum nicht? Wenn man schon die Möglichkeit hat, dann sollte man es auch nutzen, ne? Heißt es immer. Und dann noch Sand. Genug auf Lager zu haben, ist nie schlecht. Und dann haben wir noch Clay. Haben wir eh schon tonnenweise eigentlich mittlerweile auf Lager, wenn wir es so sehen, ne? Wahnsinn, wie viele Tonnen einfach schon. Habe ich hier nicht was gebrannt letztens? Habe ich nicht? Bin mir sicher, ich hätte was gebrannt. Weißt du, habe ich, Export. Cable? Ach scheiße, dafür fehlt mir erstmal. Nein, habe ich kein Redstone-Zeug mehr. Habe ich keinen Redstone? Das gibt's doch gar nicht. Doch, habe ich jetzt hier schon. Zack. Sieht mir Holz. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den. Und daraus können wir noch bestimmt einen Export Cable jetzt designen. Jetzt haben wir das Export Cable. Tun wir die ganzen Sachen mal hier rein. Und wenn ich jetzt hier auf die Remote. Ah ne, habe ich noch Gold? Das ist jetzt die andere Frage. Habe ich Gold? Ja, habe ich, gut. Dann kann ich jetzt Remote machen. Die Remote. Jetzt kann ich dieses Deutsch Remote machen. Zack. Und jetzt sollte ich ja rein theoretisch. Used to access a network. Ich kann noch keinen erzählen. Das können die noch einen machen. Aber was ich machen kann, rein theoretisch, was ich jetzt ausprobieren will. Ich habe jetzt die Export-Cables und die Import-Cables. Und dann habe ich noch so ein bisschen davon. So. Und wenn ich jetzt in Le Keller gehe, haben wir unseren ersten Automatismus hier mal hin. Den setzen wir hier hin. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich will erstmal das hier natürlich umwandeln. Klack. Und dann brauchen wir ein Export und ein Import Cable. Storage Export Cable. Ja, die Kiste wird dann, also hier ist Import. Hier oben ist dann Export. Nein, oh. Das war daneben, Jungs. Weil ich brauche so viel eigentlich noch für Restsachen oder bestimmte Sachen noch, dass ich jetzt hier sage, Purity ist minus, Import Filter. Oder ist das der Importfilter? So. Wenn ich jetzt hier sage Whitelist, Blacklist. Ich will eine Whitelist.
Importfilter. Und rauskommen soll jetzt. So, jetzt mal blöde Frage, wenn ich jetzt die rein importiere. Dann sind sie direkt hier drin. Perfekt. Dann hole ich mir noch ein bisschen Wood einfach von irgendwo. Hier habe ich bestimmt auch noch, hier habe ich noch ein bisschen Wood liegen. Das brennt das jetzt hier? Ja, es ist jetzt kein Automatismus. Aber es ist immerhin etwas. Und wenn ich jetzt sage, hier, du bist auf der Exportliste drauf. Dann exportiert er das. Perfekt. So wollen wir das. Und jetzt exportiert er das natürlich in unser Netzwerk. Und wenn ich jetzt mir noch ein paar Sachen von hier oben nehme und zurück ins Netzwerk packe. Dann sollte der relativ schnell voll sein. Ja. Er füllt sich so schnell auf, wie es geht. Wir tun einfach dich auch herein noch als Info. Vorteil ist natürlich, er brennt das jetzt nur und wir haben direkt in unserem Netzwerk dann die ganze Zeit automatisiert die Sachen, die wir brauchen. Wir gucken, haben wir schon ein paar. Dadurch können wir auch ein paar Bonsai-Pots schon machen und alles, das ist natürlich mega geil. So, jetzt holen wir uns auch mal schnell die weiteren Eisenteile, die wir haben. Das wird dann auch automatisiert ins Netzwerk gepumpt in Zukunft. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und jetzt machen wir noch ein paar Hopper. Ein paar Hopperchen. Wir brauchen. Oh scheiße, das war jetzt. Oh, jetzt haben wir so Slapsies. Oh Gott, das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich nur Bonsai-Hopper machen. Bonsai-Hopper. Die Dinge hier. Perfekt, so. Weil ich würde jetzt gerne Eisen ausbauen. Ihr seid Neverack. Okay. Jetzt muss ich gucken, wo ich am besten mit dem ganzen Zeug hingehe. Weil jetzt ist es ja rein theoretisch, jetzt wird eh alles abgelagert, aber trotzdem will ich gerne, dass es hier halt dementsprechend passt, wo es hingehört. So, dich bauen wir jetzt ab. Dich bauen wir auch schon lange nicht mehr. Stehst eigentlich auch nur im Weg. Was ist normal? Ja, oh Gott, da. Ich verstehe noch nicht, warum diese Remote nicht funktioniert oder wie die Remote funktioniert. Muss ich die irgendwie linken? Die muss ich sicher linken. Also mal safe muss ich die linken, oder? Jetzt hat funktioniert. Schau an. Perfekt. 64 Blocks weit entfernt funktioniert sie. Ich kann jetzt hier, keine Ahnung, Slab eingeben und krieg dann meine Slabs. Perfekt. Ah, nee, warte, was war denn da? Rausreißen erstmal alles hier. Bin hier geil. Erstmal alles rausreißen, was mache ich denn? Auf die Richtung, in die wir müssen. So, dann brauchen wir noch ein paar Chests. Nein, keine halbe Chests, wenn dann gescheite Chests. Wie können wir denn das Zeug, was wir gerade nicht brauchen, wieder zurückstellen? So. Mann, ey. So. Ich habe auch gleich keine Hopper mehr, ne? Weil so wenig Eisen. Scheiße.
Aber ich kann Woodenhopper machen, halt, theoretisch noch. Hopper? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Oh scheiße, der tut nach, scheiße. Das war nicht der Plan. Scheiße. So, und wenn wir nicht irgendwas dann so gemacht, dass... Sagen wir halt jetzt dann so, dass er sozusagen zwei Linien hat. Dann hängt das Zeug nicht auch gleich im System. Eine Fackel oben drauf. Doch sind sie auch schon nochmal. Wir platzieren schnell die hier. Das ist echt cool, dass das so einfach funktioniert, so easy. So. Und jetzt brauchen wir noch schnell ein bisschen Dirt. Dirt. Und dann noch ein bisschen Iron. Iron Saplings. Aber nicht so viel im System, aber ja. Aber es funktioniert echt gut, das muss man lassen. Jetzt kommen wir echt schon gut voran. Als nächstes müssen wir dann einfach schauen, dass wir noch weiter automatisieren können. Das ist ja auf jeden Fall super. Jetzt haben wir hier eh noch wahrscheinlich tonnenweise Saplings drin, genau. Und natürlich, je besser die Iron-Versorgung ist, desto besser läuft das System hier auch, weil wir brauchen einfach massenweise Eisen. Und ich glaube, Eisen ist so eine der Sachen, die wir am meisten brauchen. Aktuell. Allein schon für die Hopper. Ich würde gerne irgendwann einfach die Holzhopper entfernen und normale Hopper hinsetzen. Aber das funktioniert nicht, solange wir hier keine gescheite Anbindung haben. So. Wir machen bei dir, machen wir einen Export hin, machen wir einen normalen hin. Ich weiß es nicht. Ich bin für einen Export. Klar, ist noch langsam und alles, aber... Was soll man machen, ne? Ist ja jetzt nun leider so. Die Upgrades warten noch. Eigentlich müsste doch jetzt eigentlich alles dann. Was? Wird auch irgendwas niedriger? Geht irgendwas raus? Ansonsten hänge ich noch einen Storage Link einfach schnell dran, würde ich sagen. Fürs Erste, dass wir noch einen Storage Link dran tun, dann haben wir wenigstens noch Zugriff direkt drauf. Storage Import. Storage Link Cable. Und das setzen wir halt auf höhere Prio. Das sozusagen. Das ist bei den anderen Storage Links auch so. Dass die sozusagen nicht priorisiert werden zu allen anderen. Und dadurch, nur im Notfall verwendet werden. Und erstmal die ganzen anderen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Habe ich jetzt hier einen Exporter und einen Importer? Bin ja schlau. Ich habe keinen Importer, kann das sein? So, okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Oder für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.